Herzlich willkommen zu unserem Screencast mit dem Thema Addition und Subtraktion von Matrizen. Voraussetzung für die Addition bzw. Subtraktion von Matrizen ist, dass beide Matrizen gleich groß sind. Wir haben hier einmal ein Beispiel zur Addition von Matrizen vorbereitet. Zwei Matrizen werden addiert, indem man die einander entsprechenden Elemente miteinander addiert. Wir beginnen also zunächst damit, das erste Element der ersten Matrix mit dem ersten Element der zweiten Matrix zu addieren. In unserem Fall wäre das 1 plus 5 und tragen dies an die entsprechende Stelle in unserer Ergebnismatrix. Nun gehen wir weiter und addieren das zweite Element aus der ersten Matrix mit dem zweiten Element aus der zweiten Matrix, also 0 plus 4, und tragen dies an die entsprechende Stelle in unserer Ergebnismatrix. Das Ganze machen wir auch für die anderen Elemente der beiden Matrizen und erhalten somit folgende Ergebnismatrix. Das Subtrahieren von Matrizen funktioniert ähnlich wie die Addition, das heißt, die einzelnen Elemente werden voneinander subtrahiert. Für unser Beispiel ergibt sich damit für die Ergebnismatrix an der ersten Stelle 1 minus 5. Dann machen wir weiter mit der zweiten Stelle. In diesem Falle wäre das 0 minus 4. Damit haben wir also die zweite Stelle für unsere Ergebnismatrix. Dann fahren wir mit den anderen Stellen fort und erhalten somit folgende Ergebnismatrix. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.